So viele verschiedene Sachen, für die wir beten können, die seit dem Anfang des Jahres auf meinem Herzen sind. Und diese ganzen Erschütterungen in 2020. Und ich empfinde, dass wir hineingebracht werden in eine neue Zeit. Und es ist so, als ob ich sage, Herr, ich verlange nach etwas Neuem. Da ist etwas Neues. Und das merke ich auch in anderen, dass da ein tiefes Verlangen ist nach etwas Neuem. Und ich bete, dass wir als Leib Christi durch die Zeit nehmen, im Gebet unsere Herzen vor den Herrn zu legen und sagen, Herr, komm, etabliere etwas in uns, was unerschütterbar ist. Etwas, das nicht nur meine Lebenszeit bewahrt, sondern dass meine Kinder und meine Enkel die Frucht und das davon ernten können. Dass wir nicht nur über Dinge prophezeien, sondern dass wir die Prophetie werden, dass wir die lebendigen Steine sind, mit seiner Gegenwart, mit seiner Reinheit in allen Bereichen unseres Lebens, in den kleinen, normalen Dingen, aber auch in den großen Veranstaltungen. Dass wir sehen, in die ganzen Probleme, die uns herum sind, mit den Lösen, sodass sich der Himmel manifestiert, überall dort, wo wir hingehen. Und mein Gebet für die uns als aufsteigende Braut ist, dass wir demütig vor den Herrn kommen in dieser Zeit und dass wir nicht vorauslaufen vor ihm und sagen, komm Herr, komm in, lebe in uns, komm verändere uns, komm und redefiniere uns, komm und etabliere in uns dein Herz und dein Verlangen.